dabei. Vorwärts und nie vergessen, die Frage an jeden gestellt, willst du Hunger oder Essen? Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? Hallo, hier spricht Willy Münzenberg, ein Vertreter der Internationalen Arbeiterhilfe. Stoßen. Ich denke, wir sollten dennoch beginnen. Wir haben viel vor in den nächsten 4 Tagen. Im Namen des Organisationskomitees, Kaspar Brasken, Bernhard Bayerlein, mein Name ist Uwe Sonnenberg, darf ich Sie begrüßen und den ersten internationalen Willy-Münzenberg-Kongress eröffnen. Danke. Vielleicht ein bisschen zu früh. Den historischen Bezug, den werdet ihr ausreichend herstellen. Ich will einfach etwas sagen zu den beiden Anknüpfungspunkten, die sich, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten noch mal verstärkt herausgestellt haben, die nicht wirklich überraschend sind, aber in der Dynamik eine ganz große Rolle spielen. Und ich nehme an oder könnte mir vorstellen, dass Tom Strohschneider darauf auch eingeht. Das eine ist natürlich die Rolle von Medien. Ich denke nur an die gesamte Griechenland-Berichterstattung, die wir in Deutschland erleben konnten, dort eines großen Einsatzes des NDs und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, muss man ehrlicherweise sagen, die Möglichkeiten alternativer Medien, Nicht-Mainstream-Medien und politischer Bildung waren im Machtkampf nicht durchweg erfolgreich. Und wenn man gleichzeitig sich eines der Leitmedien dabei anschaut, die Bild, und nun wiederum schaut, wie die in der Flüchtlingsdebatte agiert, bisher, ich weiß nicht, wie stabil das ist, dann stellt man doch fest, im einen Fall sehr erfolgreich für eine Politik, die letztlich zu einem weitgehenden Nachgeben der Syriza-Regierung beigetragen hat, einem Nachgeben, für die ich ausdrücklich keine Kritik üben möchte, weil ich nicht in deren Haut stecken will und ich vielleicht auch wir dann doch sagen sollten als deutsche und europäische Linke, das ist kein Scheitern der griechischen Linksregierung, das ist ein Scheitern insbesondere der deutschen Linken und ihrer mangelnden Gegenmacht. Aber man sieht an diesem Beispiel der erfolgreichen Arbeit der Bild-Zeitung in diesem Feld und der doch relativ deutlichen Zurückhaltung bisher, und das ist der zweite Punkt in der Flüchtlingsdebatte, wo ich nicht weiß, wie lange das halten wird, aber das ist offenbar auch innerhalb, wenn ich jetzt sehr altmodisch und sehr platt in meiner Wortwahl sein darf, des sozusagen bürgerlichen Lagers oder bürgerlichen Blocks, da auch erhebliche Ausdifferenzierungen gibt. Und dieser zweite Punkt, wenn eben das Thema dieses Kongresses auch globale Solidarität ist, da habt ihr, glaube ich, noch richtiger gelegen mit der Aktualität eures Kongresses, als ihr wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Planung so genau wissen konntet. Und dieser zweite Punkt, was bedeutet eigentlich eine globale Solidarität, oder als Stiftung fragen wir uns das unter dem Gesichtspunkt, was bedeutet ein neuer Internationalismus, ein zeitgemäßer Internationalismus und was bedeutet transnationale Organisierung in allen Facetten, auch natürlich ganz stark der Frage einer politisch parteiförmigen und noch wichtiger oder genauso wichtig einer gewerkschaftlich betrieblichen transnationalen Organisierung, an der es ja offenbar am Beispiel Griechenland dann in der Praxis doch erheblich gemangelt hat. Also ich glaube, diese Frage ist wirklich, also hättet ihr vom Zeitpunkt kaum besser treffen können. Was dann das konkret heißt, wenn es über den Tag hinausgeht, das ist sicherlich eine der gemeinsamen Aufgaben, die wir dann in der Folgezeit haben. Ich habe den Eindruck, dass im Moment die sehr konkrete Solidarität und auch ihr politischer Ausdruck in der Flüchtlingsdebatte ausgesprochen gut funktioniert, aber sozusagen ein solcher Kongress, der ja auch in langen historischen Dimensionen denkt und eine Einrichtung wie die unsere, müssen natürlich auch gucken, was dabei zu verstetigen ist und wie man mit absehbaren Rückschlägen in dieser Solidarität umgeht, denn das wäre natürlich naiv zu glauben, dass das gegenwärtige Klima friktionsfrei durch die nächsten Monate und Jahre hindurchkommen wird. Ich wünsche euch allen, uns allen, aber euch, die ihr das hauptsächlich organisiert habt, einen sehr guten Konferenzverlauf. Dazu wird die Frage gehören, wie wir hinterher damit umgehen. Matthias Schindler hat eine Stiftung ins Gespräch gebracht, so zumindest indem ich der Seite 21 der Beilage. Über die konkreten Formen sollten wir hinterher schauen, aber wir sollten wirklich auch gucken, wie wir dies als einen europäischen Arbeitszusammenhang weiterentwickeln können. Vielen Dank und viel Erfolg. Ich danke dir, Florian, also insbesondere auch schon für die weiten Perspektiven, die du hier aufmachst. Als nächstes bitte ich
Tom Strohschneider, er wurde gerade schon angesprochen, auf die Bühne, Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland, unserem Medienpartner. Tom Strohschneider verantwortete am letzten Wochenende diese wunderbare Sonderbeilage. Einige von Ihnen haben sie bereits in ihren Arbeitsmappen. Unten sind am Informationsstand noch weitere Exemplare zu erhalten. Tom, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Worte. Florian hat mich ja im Prinzip auf einen thematischen Pfad gebracht. Ich werde trotzdem einen anderen Weg beschreiten. Was kann ein Medienmacher eigentlich schon und ein linker Medienmacher über Willy Münzenberg sagen? Er muss natürlich sagen, dass es da eine Traditionslinie gibt. Ich will es kurz halten. Na, Münzenberg war Medienmacher und damit ein Kollege. Münzenberg war ein internationalistischer, demokratischer Linker und damit auch sowas wie ein Geistesbruder, ein Vordenker. Aber als Chefredakteur der Zeitung Neues Deutschland, die sich klein schreibt inzwischen, kommt man an so einer Stelle nicht umhin, über die Vorgeschichte dieser Zeitung zu sprechen. Und insofern ist es mir an dieser Stelle ganz kurz ein Bedürfnis, etwas über Münzenberg und das alte Neue Deutschland zu sagen. Kleine Nebenbemerkung, ja, es ist richtig, in unserer Redaktion wurde, als einige Kollegen sich jetzt näher auch mit der Zukunft beschäftigt haben und dem Untertitel dieser Zeitung durchaus darüber nachgedacht, ob es nicht angebracht wäre, diese Zeitung mal in Neues Europa umzubenennen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde die Idee aber ganz sympathisch. Der Umgang der Zeitung, der Vorgängerzeitung des NDs, des alten Zentralorgan mit Willy Münzenberg, ist im Wesentlichen beschämend zu nennen. Es ist im Prinzip eine kleine Geschichte in der großen Geschichte, die mit stalinistischer Diffamierung zu tun hat, allerdings auch eine Geschichte von Widersprüchen, denn auch im ND sehr spät ist man auf Münzenberg wieder auf andere Weise zurückgekommen. Ich habe mal nachgeguckt, macht man ja, wenn man so kurze Grußworte spricht, also in den Jahren von 1946, als diese Zeitung gegründet wurde, bis zum 2. Oktober 1990, da endet sozusagen die alte Geschichte dieser Zeitung, taucht Willy Münzenbergs Name in unserem Archiv 48 Mal auf. 48 Mal wird einer der wahrscheinlich bedeutendsten, vielleicht auch schillerndsten und zumindest aktivsten KPD-Mitglieder, Reichstagsabgeordneter und so weiter, nur in dieser Zeitung genannt. Das erste Mal im Übrigen 1952 in einer grausam erregenden, ganzseitigen Selbstanklage von Genossinnen und Genossen, so kann man es vielleicht sagen an dieser Stelle, auch wenn man nicht diesen Parteien angehörte, die seinerzeit vor dem Tribunal des Slansky-Prozesses sich selbst anklagen mussten. Münzenberg taucht dort auf als trotzkistischer Verräter und antisowjetischer Hetzer. Bis weit in die 80er Jahre taucht Münzenberg im ND dann gar nicht mehr auf. Er wird in Marginalien auf den Seiten, die sich mit Geschichte beschäftigen, mal genannt als jemand, der in den 20er und 30er Jahren eine gewisse Rolle spielte. Es wurde natürlich über die Figur, über die politische Tragweite Münzenbergs im Prinzip gar nichts gesagt. Und man hat in gewisser Weise den Eindruck, dass die wenigen Stellen, in denen Münzenberg es überhaupt geschafft hat, in die gedruckte Zeitung zu kommen, sowas wie kleine symbolische, dissidentische Aktionen waren. Denn erst 1988, es ist zwar auch in der DDR über Münzenberg publiziert worden, es gibt diesen berühmten AIZ-Bildband von Willmann, aber erst 1988 hat die SED dann in einem Beschluss, der einen grausam erregenden Namen hatte, weshalb ich ihn nicht vortrage, erstmals wieder Münzenbergs Wirken gewürdigt. Daraufhin hat, und das hat auch was mit der Widersprüchlichkeit der Geschichte zu tun, im ND der langjährige stellvertretende Chefredakteur eine kleine biografisch orientierte Artikelserie im Juli 1989 begonnen. Im Juli 1989, also kurz bevor es vorbei war, konnte sich die offizielle, die veröffentlichte Meinung in der DDR überhaupt wieder erst Münzenberg annähern. Ich glaube, das ist ein Urteil nicht nur über diese Zeitung, sondern es ist ein Urteil über die Verhältnisse seiner Zeit und insofern bin ich froh zu sagen, dass in den 80er, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre schon im Zuge dessen, was wir Perestroika nennen und dann auch vielleicht als Selbstbefreiung dieser Zeitung bezeichnen können,
erstmals in der DDR unter anderem die Austrittserklärung von Willy Münzenberg aus der KPD veröffentlicht worden ist. Und im Zuge der Bestrebung der Partei PDS sehr spät viele, viele vom Stalinismus verfolgte Genossinnen und Genossen zu rehabilitieren Münzenbergs, wirken dann auch auf eine andere Art und Weise wieder in die Öffentlichkeit kommt. 25 Jahre später haben wir jetzt die Austrittserklärung von Willy Münzenberg noch einmal dokumentiert. Ich glaube, dass über die Frage historischen Interesses hinaus, dass ein relativ aktuelles und bleibendes Dokument von Offenheit, von Widerstand auch gegen Wahrheitsansprüche und falsche Parteilichkeit sein kann. Ich wünsche euch und Ihnen eine gute Konferenz und ich hoffe, dass die Suche nach Aktualität Münzenbergs über diesen zum Glück inzwischen ja gut gefüllten Raum dann auch hinaus eine Wirkung erzielt. Wenn es in den kleinen Beitrag dazu leisten kann, werden wir uns darum bemühen. Vielen Dank. Lieber Tom, vielen Dank für deine Worte. Ich darf erwähnen, dass auch du am Sonnabend noch weiter zum Gelingen dieses Kongresses beitragen wirst, wenn er jetzt habe ich mir das gerade angestrichen gehabt, aber falsch, wenn er um 18 Uhr selbst seinen Vortrag hält unter dem Titel Sagen wir also zuerst, was ist kollektiver Organisator oder Propagandist? Willy Münzenberg, dieser Vortrag wird im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung dann stattfinden. Gestern erreichte uns noch eine Grußbotschaft aus dem Europaparlament, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Sie ist verfasst von Gabi Zimmer, der Vorsitzenden der Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, Nordische Grüne Linke. Diese Grußbotschaft wird verlesen von Matthias Schindler, Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft FMP 1, die uns hier die Räume zur Verfügung stellte, die federführend auch das Spektakel realisierte, also das in den Kongress integrierte Kulturprogramm. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich beglückwünsche Sie zum ersten internationalen Willy-Münzenberg-Kongress und freue mich, Ihnen zur Eröffnung ein kurzes Grußwort aus dem Europaparlament senden zu können. Zu seinen Lebzeiten hat sich Willy Münzenberg für Solidarität, Gleichheit und Demokratie eingesetzt, Grundwerte, für die auch die Vereinte Europäische Linke, Nordische Grüne Linke im Europäischen Parlament steht. Wir fordern eine Europäische Union, die sozial gerecht ist, mit armutsfesten Mindesteinkommen, sozialen und ökologischen Mindeststandards. Ganz zentral für unsere Arbeit ist die enge Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen und Netzwerken, der Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und NGOs, ob Flüchtlingspolitik oder Finanzkrise, Sozialunion oder Antidiskriminierung. Ich denke, Willy Münzenberg hätte einiges in den aktuellen Debatten vorantreiben können. Im Namen der Linksfraktion im Europaparlament wünsche ich Ihnen interessante Vorträge, spannende Gespräche und Diskussionen. Herzliche Grüße aus Brüssel, Gabriele Zimmer. Danke, Matthias Schindler. Danke auch an Gabi Zimmer. Ich weiß nicht, wer diesen Dank in der Lage sein wird, schnell zu überbringen. Weiterhin möchte ich besonders Simone Roche danken vom Colloque Münzenberg aus dem französischen Aix-en-Provence, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Sie wird begleitet von Tanja Schlie, die Simons Rede auf Deutsch vortragen wird. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je vais vous parler en français. Je ne parle pas allemand, donc j'étais l'organisatrice du colloque international sur Willy Münzenberg en 1992 à Aix-en-Provence. Et inutile de vous dire que je suis très très émue de me trouver ici parmi vous. Et je tiens à remercier beaucoup les organisateurs de ce congrès et M. Bayerlein en particulier, de m'avoir permis d'être là. Et je confie donc à Tanja Schlie mon intervention, qu'elle a bien voulu traduire en allemand. Merci beaucoup. Applaus
Willy Münzenberg war nicht nur ein Mann, der Koalitionen zu schaffen versucht hat und dem es ja auch zum Teil gelungen ist. Münzenberg hat es auch geschafft, Freundschaften zu stiften, auch nach seinem Tod. Eine davon ist die zwischen Simone und mir und deshalb bin ich hier und trage ihren Text vor. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Begegnung mit Willy Münzenberg war die Frucht vieler Zufälle. Immer wieder stieß ich bei meinen Lektüren auf seine Spuren, ohne jedoch seiner linearen Biografie zu folgen. Ich war auf diese Persönlichkeit und das Geheimnis, das sie umgab, neugierig geworden und versuchte sie zu verstehen, indem ich Arthur Koestler, Manesse Sperber, Peter Weiß und andere las. Blitzlichter tauchten auf, aber noch kein abgeschlossenes Leben. Ich suchte vergebens nach der Biografie dieses Mannes der deutschen Geschichte. Ich bin weder Germanistin noch Historikerin, mir genügte meine Neugierde als Bibliothekarin. Eines Tages las ich dann Weimar en Exil, die Dissertation von Jean-Michel Palmier. Die Seiten, die er Münzenberg widmete, schienen mir umfassender und zwischen den Zeilen las ich seine Bewunderung. Damals schrieb ich einen Artikel für die Literaturzeitschrift Impression du Sud. Ich nannte ihn »Imaginiertes Gespräch« für die Freiheit, für die Freiheiten, Willy Münzenberg. Vielleicht denken Sie, dass das kindisch und naiv von mir war, aber wenn man genauer hinsieht, ist das nicht der Fall. Ich wollte mit diesem Vorhaben Neugierde wecken, genau wie ich neugierig geworden war. Ich wollte antworten. Die Leser der Zeitschrift waren genau wie ich aufmerksam geworden und wollten mehr über Willy Münzenberg wissen. Und die Redaktion bat mich, dem Wunsch nachzukommen. Was sollte ich tun? Ich hätte mich natürlich drücken können, aber das wäre einer Flucht gleichgekommen. Ich wollte nicht nachgeben. In Straßburg fand um diese Zeit ein deutsch-französisches Treffen zum Thema »Der fremde Freund« statt. Ich fuhr also nach Straßburg. Im Gepäck hatte ich meinen Artikel und war fest entschlossen, einen oder mehrere Historiker zu überzeugen, mir entweder bei der Suche zu helfen oder die Arbeit gleich selbst zu übernehmen, die darin bestand, einem großen Publikum Antworten auf die Fragen zu Münzenberg zu geben. Ich hatte ein wenig damit gerechnet, dass man mir mit Geringschätzung begegnen würde und war sehr überrascht, als Gilbert Badiat, Pierre Brouet, Jean-Michel Palmier und andere mir den Auftrag gaben, eine Konferenz zu Willy Münzenberg zu organisieren. Sie versprachen, mich uneingeschränkt fachlich zu unterstützen und mir ihre Adressbücher zu öffnen. Es begann eine Arbeit, die fast 3 Jahre dauerte, in denen das Mosaik langsam Form annahm. Im November 1992 fand dann in Aix-en-Provence die internationale Münzenberg-Konferenz unter dem Titel Un homme contre statt, was sich vielleicht mit Ein Mann gegen den Strom übersetzen lässt. Die öffentliche wissenschaftliche Tagung in der Bibliothek Méjean ließ auch Zeitzeugen und Mitarbeiter Münzenbergs zu Wort kommen. Zum Programm gehörten ein Kabarettabend mit Les Olympiades und Lesungen aus Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands im Goethe-Institut Marseille. Die Beiträge wurden im Verlag Les Temps de Cerise veröffentlicht und ein Jahr später übernahm der Verlag Peter Lang dank der Bemühung von Tania Schlie den Band in sein Programm. Die liegen beide vorne, leider nur zum Anschauen, nicht zum Mitnehmen, gibt's nicht mehr. Von 1992 bis 2015 ist ein langer Weg. Viel ist passiert, was mich bewegt. Heute, im 21. Jahrhundert, gräbt die Welt erneut ihre Dämonen aus. Die braune Pest hier in Europa, islamistischer Fanatismus auf anderen Kontinenten. Natürlich wiederholt sich die Geschichte nicht, aber die Fakten kommen uns auf seltsame Art bekannt vor. Und das nie wieder hat sich über die Jahre verflüchtigt. Kriege und politische Morde werden begangen, Diktatoren übernehmen ungestraft die Macht. Brauchen wir heute auch wieder einen Mann, der Koalitionen des Gewissens schafft? Wir müssen uns eingestehen, dass Münzenberg, der um die Gefahren wusste, mit seinem Leben bezahlte. Das ist das letzte Rätsel, das über seinen Tod hinausragt. Selbstmord oder Mord? Der Mann, der gegen den Strom schwamm, hatte 2 gefährliche Feinde, Hitler und Stalin. Werden wir eines Tages den Auftraggeber für seinen Tod kennen? 1992 in Aix ging es darum, Münzenberg einem Publikum bekannt zu machen, das kaum etwas über ihn und seine politischen Überzeugungen wusste. Seitdem sind in den USA und Frankreich Monographien über ihn erschienen. Seit 1992 sind viele Archive zugänglich gemacht und erforscht worden. In Bochum ist man dabei,
die Archivbestände von Münzenbergs letzter Publikation Die Zukunft zu digitalisieren und online zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, die Ergebnisse dieser Forschung in den nächsten Tagen zu erfahren. Auf diesem Kongress wird es darum gehen, Willy Münzenbergs Denken und Handeln in einen internationalen Kontext der Solidarität zu stellen und somit noch einmal die Wirkung dieses bedeutenden Mannes herauszuarbeiten. Diese lange, ein wenig untypische Vorrede erklärt, warum ich hier in Berlin bin. Wenn ich an den Weg zurückdenke, dann bin ich sehr bewegt und ich danke Ihnen dafür, dass ich hier bei Ihnen sein und Ihnen beim Arbeiten zusehen darf. Ich wünsche Ihnen und uns eine erfolgreiche Tagung, Inspiration und fruchtbare Begegnungen. Danke, merci. Vielen herzlichen Dank, Simon Rosch. Es gibt noch eine ganze lange Reihe von Institutionen und Einrichtungen, Unterstützern, die hier zum Gelingen des Kongresses mit beigetragen haben. Die Liste finden Sie aufgeführt in den verschiedenen Kongressprogrammen, die wir bereits veröffentlichten. Aber selbst als das Münzenberg-Forum haben wir schon einen längeren Weg zurückgelegt. Ich beschränke mich jetzt auf nur ein paar Stichworte. Im Jahre 2012 eröffnete die Ausstellung über das Verschwinden von Willy Münzenberg mit ersten Fundstücken, die wir als Bruchstücke ausstellten. Diese Ausstellung ist jetzt aktuell zu sehen, hier im Verbindungstrakt rüber zum Seminarraum. Die anschließende Tagung thematisierte damals schon transnationale Solidaritätsnetzwerke in den 1920er und 1930er Jahren und diese Tagung entschloss sich auch auf dieser Strecke weiterzuarbeiten. Bis es hier heute zum Kongress kam, entwickelten wir mit dem Münzenberg Lektionen ein eigenes Veranstaltungsformat der politisch-kulturellen Bildung. Ich habe das Gefühl, dass ich zu laut spreche, oder? Nein? Der politisch-kulturellen Bildung, Schriftsteller, Historiker und Mediengestalter kamen in Vorträgen, Lesungen, Stadtrundgängen sowie in Film- und Theateraufführungen ins Gespräch. Berichte zu diesen Veranstaltungen können Sie auf der Internetseite nachlesen, www.münzenbergforum.de. Unterdessen sind seit der ersten Arbeitstagung 2012 einige wissenschaftliche Forschungsprojekte abgeschlossen. Andere konnten, darauf hat Tanja Schlie bzw. haben Tanja Schlie und Simon Rosch auch gerade hingewiesen, andere konnten angestoßen werden, ihre Ergebnisse fließen in die Tagung ein. Ein ganz wichtiger Kooperationspartner in all diesen Jahren war Stefan Berger, Direktor des Bochumer Instituts für soziale Bewegungen. Leider war es ihm auch dieses Mal nicht möglich, persönlich am Kongress teilzunehmen. Seine Grußbotschaft wird von Kaspar Brasken verlesen. Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossen und Genossinnen, das Organisationskomitee des ersten internationalen Willy-Münzenberg-Kongresses bat mich darum, eine kurze Grußadresse zu schicken. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dieses Mal selber dabei zu sein, nachdem ich schon nicht zu der Münzenberg-Tagung 2013 kommen konnte. Aber ein wichtiges Forschungstreffen, bei dem es um Anträge für zukünftige Forschungsprogramme geht, hält mich auch dieses Mal von Berlin fern. Ich wünsche dem Kongress aber ein gutes Gelingen bei den wichtigen Aufgaben, Münzenberg zu kontextualisieren und zu historisieren. Ich hatte bei meiner letzten Grußadresse ja davon gesprochen, wie wichtig es ist, historische Persönlichkeiten wie Münzenberg wiederzuentdecken, da sie in der Zeit des Kalten Krieges in Vergessenheit geraten waren. Sie fielen sozusagen in den Leerraum, der sich zwischen kommunistischer und sozialdemokratischer Traditionsbildung aufgetan hatte. Die enge politische Bildung der Geschichtsschreibung zum Kommunismus und zur Sozialdemokratie an die SED in der DDR und in die SPD in der Bundesrepublik während des Kalten Krieges belegte Persönlichkeiten
wie Münzenberg mit dem Mantel des Schweigens. Wir tun gut daran, linke politische Traditionen jenseits von kommunistischer und sozialdemokratischer Traditionsbildung auch in der Geschichtsschreibung wieder zu entdecken und vor allem ihren Beitrag zur Bereicherung transnationaler und internationaler Solidaritätskonzepte und Bewegungen einzuordnen. Das Kolleg der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu diesem Thema, das das Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, gemeinsam mit dem Institut für soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bochum durchführen, will wichtige Schritte in diese Richtung tun. Gleichwohl sollten wir hier nicht bei einer alternativen politischen Traditionsbildung mitwirken, nicht neue Heroen oder Supermänner, beispielsweise Superfrauen schaffen, sondern wir sollten mit den nüchternen und kritischen Mitteln der Geschichtswissenschaft diese alternativen politischen Traditionen und ihre Persönlichkeiten radikal historisieren und auch nicht davor zurückschränken, ihre Schwächen und Probleme dieser Traditionen zu thematisieren. In diesem Sinne wünsche ich dem ersten internationalen Willy-Münzenberg-Kongress, dass er Münzenberg nicht so fern feiern, als ihn vielmehr einer kritischen historischen Würdigung unterziehen möge. Wie immer wir uns als politische Menschen verstehen mögen, als kritische Wissenschaftler sollten wir mit unseren Forschungen ergebnisoffen sein und uns auch überraschen lassen von Ergebnissen, die nicht immer mit unseren politischen Orientierungen harmonieren. In diesem Sinne wünsche ich eine gelungene Tagung. Euer Stefan Berger. Danke. Ich hoffe, dieser Applaus und dieser Dank wird Stefan Berger auch alsbald überbracht werden. Wir vom Organisationskomitee möchten uns seinen Worten unbedingt anschließen. Das betone ich, bevor nun endlich Bernhard Beierlein vom Organisationskomitee in groben Umrissen darstellt, was wir uns eigentlich mit diesem Kongress gedacht haben. Ja, danke sehr, Uwe. Vieles ist ja bereits gesagt worden, auch über die möglichen Perspektiven wurde gesprochen. Ich möchte noch mal kurz im Namen meiner Kollegen des Komitees etwas zur gedachten Botschaft und zum Ablauf des Kongresses sagen, bevor dann die inhaltliche Arbeit beginnt, bevor die Keynotes ihrerseits einen ersten inhaltlichen Rahmen setzen werden. In erster Linie setzt der Kongress sich natürlich zum Ziel, neue Forschungsergebnisse vorzulegen und zu diskutieren, eine Bilanz zu ziehen seit Öffnung wichtiger Archive, der Archivrevolution, die noch andauert in gewissem Sinne. Eine Bilanz, die vielleicht auch eine Perspektivierung für die Jetztzeit ermöglicht. Die Klammer, das verbindende Element, ist die Person Willy Münzenberg. Propagandagenie des 20. Jahrhunderts, Künstler in Sachen Revolution, so ein sehr schöner Titel der französischen Münzenberg-Biografie, oder so eine amerikanische Münzenberg-Biografie, diabolischer, transnationaler Vorposten eines totalitären Regimes, wie auch die Epithete immer heißen mögen. Dabei soll die 1939 auf tragische Weise umgekommene Jahrhundertfigur nicht zuletzt darauf abgeklopft werden, ob sie eine Brückenfunktion für das 21. Jahrhundert, es ist bereits gesagt worden, erfüllen kann. Ein reichhaltiges Programm, fast 4 volle Tage mit 7 Schwerpunkten, liegen vor uns. Zunächst geht es um Formen und Praxen radikaler Solidarität, um diesen Begriff inhaltlichen Stoff zu geben, an den Beispielen aufgeführt von der Hungerhilfe für Sowjetrussland im Krisendeutschland nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Engagement der Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Zur internationalen Arbeiterhilfe werden die neuere Erkenntnisse, wie gesagt, nach der Archivöffnung präsentiert.
Die vergleichende Betrachtung der Medien, Presse, Film, folgt als gesondertes Panel, als ein wichtiges Doppelpanel, ein Must natürlich für einen Münzenberg gewidmeten Kongress, der Medien und Politik immer oft in genialer Weise kombinieren konnte. Kann dieser Kombinator, dieses kombinatorische Genie, um es so auszudrücken, auch als Pionier der Multimedialität gelten? Eine berechtigte Frage. Jedenfalls vermittelt er bis heute zumindest eine Ahnung, wie das, was wir eine kulturelle Internationale genannt haben, wie so etwas aussehen könnte. In einem weiteren Panel versuchen wir den Spagat einer historischen Bilanz des Antifaschismus und des Antistalinismus. Der Kongress steht hier für die längst überfällige antistalinistische Erweiterung des Antifaschismus und Antikolonialismus-Konzepts. Ein methodisch sehr wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, mit diesem Kongress erreicht haben. Die Zukunft, die bereits erwähnte Wochenzeitung, ist das Thema des sechsten Panels. Die 1938 erschienene Zeitung synchronisierte beides, Antifaschismus und Antistalinismus, und war zugleich auch letzte Klammer eines, Zitat, demokratisch-sozialistischen Sammlung, der letzten, bevor Ende 1939 die Mitternacht des Jahrhunderts hereinbrach. Wir wollen ihre humanitären bis sozialistischen Netzwerke untersuchen, die Konzepte für ein neues Deutschland, darüber wurde gerade gesprochen, in einem neuen Europa, selbstverständlich, und vielleicht die letzte Gründung Willy Münzenbergs, die Deutsch-Französische Union. Dem folgt ein biografisches Panel, das neben der Frage nach kollektiven Biografien globaler Akteure, in Auswahl natürlich, die Frage stellt und erörtert, welcher besondere methodische Zugang hier erforderlich wäre. Bereits in den 1930er Jahren war Emanzipation nur als weltweite Befreiung von Faschismus und Kolonialismus denkbar. Antikoloniale Bewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika stehen deshalb im Zentrum des achten Panels, der auch der internationalste ist. Teilnehmen werden Kollegen aus Ecuador, Indien, Finnland, den Niederlanden und Kroatien und Slowenien, Entschuldigung. Also Turku, Amsterdam und Ljubljana. Sie werden versuchen, für den Kongress diese globalen Räume auszuleuchten, diese globalen Räume, die Münzenberg mit seinen Helfern in geradezu erstaunlicher Weise bereits in der Zwischenkriegszeit teilweise leisten konnte. Denken Sie an die wichtigste internationale antikolonialistische Organisation, die er selbst mitgegründet hat, nämlich die Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit im Jahre 1926-27. Dazwischen, ja, vor dem Ende vielleicht noch das Panel, das sich mit neuen Erkenntnissen und Deutungen, Simon Roche hat die Frage noch einmal aufgeworfen, die uns natürlich weiterhin bewegt, zum immer noch ungeklärten Tod Willy Münzenbergs, bevor dann im letzten Panel die möglichen Brücken und Perspektiven in das 21. Jahrhundert zum Gegenstand der Präsentation und der Debatte werden soll. Apropos Handlungsperspektiven, um zumindest einen kleinen Input für die Diskussion zu geben, wäre der Kongress nicht eine gute Gelegenheit, das internationale Willy-Münzenberg-Forum mit seinem transnationalen Forschungsnetzwerk als Forum für die Globalgeschichte des Internationalismus und der transnationalen Solidarität zu installieren und stärker zu implementieren? Und kann die Reaktualisierung der historischen Erinnerung ohne jegliche Heroisierung nicht dazu beitragen, die weitere Renationalisierung und den Aufbau neuer Grenzen in Europa verhindern zu helfen? Insofern kam die neue politische Entwicklung sicherlich zu Pass, aber
das können Sie uns glauben. Das haben wir in dieser Form natürlich nicht gewollt. Als Historiker, Geistes- und Sozialwissenschaftler antworten wir auf unserem Terrain unbeharrlich an der Kritik alter wie neuer Geschichtsmythen, die immer mit Renationalisierungen verbunden sind, zu arbeiten. Wir werden am Samstag dazu ein Rundtischgespräch über die internationale Archivsituation führen und wollen im Rahmen eines Forums das Archiv, also des künftigen Forums, dann das Archiv des Internationalismus oder besser vielleicht ein Archiv des Internationalismus und der nichtstaatlichen transnationalen Solidaritätsorganisationen begründen, mit dem Aufbau zumindest beginnen. Das Ziel wäre zunächst, allerdings muss ich sagen, für die meisten von uns, denke ich, schon ein recht reizvolles, nämlich unsere Kooperationen weiter auszubauen und in diesem Prozess die weltweit verstreuten Dokumentenüberlieferungen von und über Willy Münzenberg und seine engsten Mitstreiter in allen Weltregionen zu erfassen und zu sammeln und sie auf einer neuen interaktiven Plattform zu präsentieren und digital der Forschung und der Öffentlichkeit und in diesem Falle wirklich der Weltöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Globale Räume für radikale Solidarität. Zum Schluss noch zwei Absätze von mir zu den gewählten Hilfsbegriffen unseres Themas. Es sind Hilfsbegriffe, eher Umrisse, die wir formulieren wollten, die wir im Laufe des Kongresses immer wieder hinterfragen wollen. Radikale Solidarität ist per se global. Sie überwindet Ländergrenzen. So weit, so gut. Doch gibt es nicht einen festen Kern dieser radikalen Solidarität? Geht es nicht um die bedingungslose Verteidigung demokratischer Rechte und Freiheiten des Weltkollektivs, wo und durch wen diese auch immer verletzt werden? Und gegen wen die Unterdrückung sich auch immer richtet? Ist diese Frage richtig gestellt? Ganz sicher scheint mir, dass radikale Solidarität keine Sparten hat, sondern Antifaschismus, Antikolonialismus und Antirassismus immer zusammen zu sehen, zu denken und zu denken sind. Dazu der Aspekt der drohenden Zerstörung der Welt, das heißt also die Ökologie, die natürlich zentraler Bestandteil dieser Kette sein muss. Und dies, wie gesagt, mit der dringenden Erweiterung, besonders als Appell an die Kolleginnen und Kollegen gerichtet, also die Historiker, Geistes- und Sozialwissenschaftler, den Stalinismus und seine verheerenden Einflussmöglichkeiten gerade oder Einflüsse auf die Emanzipationsbewegungen auf internationaler Ebene zu ergänzen. Radikale Solidarität, damit schließe ich dann, muss jedenfalls bedeuten, mit offenen Karten zu spielen, immer den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen. Sie kennen den alten Slogan gegen Geheimdiplomatie. Und sich immer den Weg in die Öffentlichkeit suchen und sich damit unter den Schutz der öffentlichen Weltmeinung zu stellen. So wie es Willy Münzenberg nach seinem Austritt aus der KPD 1938-39, also als er auch schon bereits sozusagen körperlich bedroht war von der stalinistischen Verfolgung, getan hat. Auf einen Punkt möchte ich zum Schluss noch hinweisen, vor allem am Samstag, Uwe hat es bereits getan, wird es ein großes, um nicht zu sagen großartiges, kulturelles Spektakel geben. Angekündigt sind ein großer roter Rummel in Anlehnung an die Weimarer Zeit, ein Lesemarathon und die Projektion bislang ungesehener Filme. Ein Programm, das Sie hoffentlich positiv überraschen wird. Vielen Dank. Danke, Bernhard. Ja, globale Räume für radikale Solidarität, das ist das Motto des Kongresses. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich wünsche uns allen
4 Tage voll anregender, spannender und auch mit Blick auf die gemeinsame Diskussion sehr produktiver Auseinandersetzungen hier, dass wir diese Diskussion überhaupt gemeinsam führen werden können. Das stellen Stefan und Vinny von Lingua Transfer sicher, die da beide aus ihrer kleinen Kabine heraus in den nächsten Tagen simultan dolmetschen werden und damit unsere Kommunikation überhaupt erst ermöglichen. Dafür euch vorab schon jetzt meinen ganz, ganz großen Dank.